Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bredrax Arc Adventures. Und heute ist es soweit, wir gehen einen weiteren der mediokeren, der mittleren Bosse an. Heute machen wir Dodorex gegen Dodorex, was sehr interessant wird. Und ja, vorher muss ich euch noch ein bisschen was zeigen. Da ist nämlich so ein bisschen ein kleines Upsi mit den Rexen passiert. Also so von der heutigen Aufnahme. Also zwischen der letzten Aufnahme und der heutigen Aufnahme. Da war ein Wochenende dazwischen. In Ark ist das normalerweise so, wenn man auf dem Server spielt und ja, gerade wenn man S Plus drauf hat und so und Dinos an Hitching Post dran hat und die auf Wandern stehen, dass die kontinuierlich weiter Eier produzieren, Babys raushauen, whatever. Wenn da Männlein und Weibchen steht. Bis jetzt haben wir das in unseren Seasons immer gehabt, dass das irgendwie immer verbuggt war und da nichts gemacht wurde. Ne, die haben hier angefangen zu brüten oder schwanger zu werden oder sonst was. Und jedes Mal, wenn ich ausgelockt bin, ist der Stand dann da stehen geblieben. Gerade weil wir auch alleine auf dem Server spielen und keiner in der Nähe ist, der hier die Zone aktiv halten kann oder sonst was. Ja, da habe ich mich nach der letzten Aufnahme drauf verlassen gehabt. Und ja, als ich dann wieder hier so gestern hier reingekommen bin in das Spiel, so weiter vorzubereiten, habe ich ein kleines Upsi gehabt. So die ersten paar Sekunden, wenn man im Spiel drin ist, die ersten 10, 15 Sekunden und so was, muss erstmal die Zone hier geladen werden, bis halt alles vernünftig gerendert ist und die Grafiken und so was stimmen. Da hast du sowieso immer einen Frame-Drop drin. Das ist ganz normal. Zumindest mit meinem Rechner. So, aber dann ist nicht weggegangen. Und dann bin ich dann da aus der Tür raus und hab mein blaues Wunder erlebt. Da war nämlich alles voller roter Dinos, alle, die mir nicht gehört hatten. Alles voller dreadful Rex. Massig dreadful Rex. Bin mit einem Frame hier rumgerannt und hab die dann alle eingesammelt. Ich musste mir dreimal maximal Soul Bows herstellen und ja, das Ergebnis zeige ich euch mal. Ich habe die Rex auch wieder weggenommen, die da oben gebrütet haben. Das heißt, unsere Boss-Rex-Armee, die ist gut ausgestattet. Ich habe hier zwei Container voll, hier zwei Schränke hier, die mit Obst markiert sind. Ja, der ist komplett voll, der Schrank hier. Oh, warte, das dauert mich schon, bis dann alles geladen ist. Die standen alle draußen hier wild rum. Ein paar von denen schon erwachsen, viele von denen noch jugendlich oder Babys oder Adolescents. Je nachdem. Komm mal, du kannst das auch komplett hier fertig laden hier. Da habe ich nichts dagegen. Oder auch nicht. Dann lass das, aber der Schrank ist voll. Uh-oh. Ich glaube, wir sind disconnected. Uh-oh. Komm nicht mehr in den Schrank ran. Uh-oh. Uh-oh. Ich kann mich hier noch frei bewegen, aber ich kann nichts mehr interagieren. Ich glaube, uns hat's rausgekickt. Ja, wäre dann auch schön, wenn jetzt hier irgendwann so eine Meldung kommt, dass ich rausgekickt wurde oder so. Oder ich wieder mit den Sachen hier interagieren darf. Ich komme nicht aus meiner eigenen Bude raus. Das ist schlecht. Also okay, dann können wir da nochmal auf dem Upsi können wir noch ein Upsi draufpacken. Okay. Da fliegen wir raus. Shit. Ja, das sind 702, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. 600 in einem Tresor drin. 102 in dem anderen Tresor sind 702. Dreadful, Rexe, alle 205, Level 250. Und ja, ich muss neu einloggen. Moment hier mal eben. Thank you.
Jo, da bin ich wieder. Eigentlich schon zum dritten Mal hier. Schon wieder dreimal neu eingeloggt, weil das Spiel jedes Mal abschmiert, wenn ich an den Tresor dran wollte, um die Dinos da vorzuführen, was wir da so drin haben. Aber ist hoffentlich kein Problem. Ich habe die einfach jetzt hier in die Soul Terminals reingepackt. Ja, die haben nur 300 Slots. Das sollte eigentlich einfacher gehen. Ich habe schon mehrfach Soul Terminal gehabt und dann da reingeguckt. Das ging eigentlich immer. Sag ich mal so, unter Vorbehalt. Mal ausprobieren. Wenn es mich wieder rauskickt, dann kriegt es mich wieder raus. Naja, jetzt haben wir hier drei Terminals stehen. 300 sind hier drin, 300 sind hier drin und nochmal 103 sind da drin. Und das sieht besser aus. Ich gucke mal, alles voller Dino-Babys hier, Rex-Babys. Ein paar sind erwachsen geworden, ne? Die habe ich dann halt für mich geclaimed. Also eh dran gedrückt, bis die mir gehören. Und dann habe ich sie in den Kühlchen gepackt. Das heißt, die haben kein Imprint. Alles unterschiedliche Altersgruppen. Ein paar, wie gesagt, sind Babys, ein paar sind jugendlich, ein paar sind ausgewachsen. Ja, Adolescence auch vergessen. So, dann haben wir hier noch, guck mal, klappt doch wunderbar. Hier, alles voller Redful Rex Kiddies, die wir nach und nach als Armee großziehen können für in den Bossfights mit drin, um die zu verheizen. Sättelchen werde ich für die nicht alle herstellen. Das wäre zu viel, wäre das. Ja, leider hat das Ein- und Ausloggen dann, beziehungsweise das Rausch geschmissen werden und das wieder einloggen, hat ordentlich Zeit gekostet, was so die Ingame-Zeit angeht und ist gerade Abenddämmerung. Tja, ich wollte jetzt eigentlich mit euch auf zum Boss-Terminal und da den nächsten Boss angehen. Jetzt muss ich nochmal eben hier gucken, dass ich die Nacht überbrückt kriege. Naja, ich muss sowieso noch ein bisschen hier in der Basis dann machen. Hier, da muss wahrscheinlich noch mehr Propellant rein und naja, ich muss noch ein paar Sachen überprüfen, bevor wir dann da losgehen können. So kann ich die Zeit überbrücken, bis es dann wieder hell ist. Wir wollen ja im Hellen kämpfen, ne? Im Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber das ist nicht gut zum Aufnehmen. Ja. So, da sind wir erneut schon wieder und ist so gerade so Morgengrauen und habe ich vorhin eigentlich erwähnt, dass bei den ganzen Rexen auch Mutationen dabei waren? Ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen, wa? Da waren sogar ein paar Doppelmutationen dabei. Und ja, die sind schon hier. Lo and behold, unsere Mutationsarmee. Das sind alles Rexe, die dabei waren, die eine Mutation hatten. Ein paar von denen haben auch ein Sättelchen haben an. Ein 9 Stück oder so konnte ich herstellen von diesen super tollen Sättelchen. Der Rest, das ist zu teuer. Ich musste selbst die ganzen Sättelchen, die wir noch auf Vorrat hatten, musste ich einschmelzen, damit wir genug Dreadful Souls für die neuen Sättelchen haben. Für alle hat es nicht gereicht. Ein paar sind auch schon beschädigt und wir werden auch nicht über alle überleben, aber das soll nicht unser Problem sein. Wir packen jetzt Hermine schon weg. Ich habe die Sweet Pitch auf der Schulter. Die kämpft von dort aus mit und dann packen wir unseren Dodorex hier raus und der kämpft von dort aus mit. Und gerade ist auch noch ein roter Drop hier unten gewesen. Das habe ich erstmal hier eingesammelt. Das ist der ganze Driss hier. Minus die beiden Trank-Stats, die kommen bei uns in den Forgotten Dodorex rein. Und da war wieder ein Water Sum Elixier dabei. Also da können wir uns gleich freuen, dass wir da schon wieder kriegen. Nichtsdestotrotz, Hermine, du kommst erstmal hier wieder in den Beutelchen hier so rein, da ins Kügelchen. Denn du warst nur da, damit ich hier hochfliegen konnte und man eine Runde drüber drehen konnte. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt uns für den nächsten Boss ready machen. Bosse, Medium-Bosse heißen die. So, Dodorex gegen Dodorex ist heute. Wir brauchen 50 Divine Pearls, habe ich natürlich schon mitgebracht. Zack, sagen wir mal 50 da reingepackt. So, das ist von allem 50, wenn ich das richtig habe. Plus dann müssen wir sofort nochmal gucken, wie viele du denn von diesem speziellen Gaia Superkibbel brauchst. Das ist zu viel. Das haut nicht hin, das ist zu viel. So. Das sieht aber ganz gut aus. Warte, direkt drauf gucken. 5 Element brauchst du. So, 12 Stück habe ich. Ich habe extra hier für den nächsten Jahr noch, für den Drachen, habe ich auch noch Material dabei. So, und die Fläschchen noch. So. Das ist das, was wir brauchen. So, dann müssen wir deine Wenigkeit hier noch vorbereiten. So, einmal bei dir raufhopsen. Das bei dir da rein. Das bei dir da rein und aktivieren. Alright, da unten müssen wir so alle pfeifen, dass sie dir folgen und dass sie dann damit draufkloppen und hast du nicht gesehen. So. Bosse, Medium Bosse, aktiviere Forsaken Dodorex. Now. So. 30 Sekunden haben wir, bis das Ding beschworen wird. Und dann richtig wunderschön. Einmal hier aufgesessen. So. Und ich pfeife schon mal auf Folgen, die da hinten, wenn er nicht gehört haben, aber so ein paar Rex hier unten, wenn er gehört haben, der sieht ja super schön aus, war der 252er. Die 254er plus, die hatten eine Doppelmutation.
So, dann schauen wir mal. Der Boss wird wahrscheinlich am Ende nachher wieder explodieren und Bums machen oder so. Das müssen wir gut mit Reis ausnehmen. Aber mit dem Haufen Rexe da unten, Männlein und Weiblein, die hast du nicht gesehen, sollten wir da eigentlich easy hinkriegen. Und da ist er. 1,3 Millionen Gesundheit. Au, Eiferbipsch, der haut drauf. Der haut richtig drauf. So, die kämpfen da schon. Das ist schon mal schön. Und die fallen auch schon wie Socke. Alright. Wo ist denn der Boss? Irgendwo in der Mitte da drin hier irgendwo. Schauen wir mal. Darf man da irgendwie dran kommen? Unsere Rechte tun natürlich ihr Bestes, um da ein wenig aufzuräumen. Wie gesagt, die meisten von denen haben keinen Sattel an, die werden hier droppen wie sonst was. Aber ist nicht schlimm. Die einen Sattel anhaben, die dürfen, glaube ich, ein bisschen länger überlegen. Hoffe ich doch mal. Und ansonsten haben wir fast 700, über 700. Die kann auch zu Hause. Ich habe einen Biss drauf machen können. Ja, müssen wir mal gucken. Wie stark der uns beschädigt, unseren Forgotten-Dodo direkt hier, unseren Super-Gepuschten. Unsere Rex-Armee ist schon set down. Wow. Okay, ihr seid ungelevelt gewesen, aber nichtsdestotrotz, ihr setzt die Sattelträger. Du bist auch ein Sattelträger hier. Aber sonst, der Rest ist schon hopp. Oh Mann, und der ist noch nicht mal halb down. Und gerade eben so halb down ist er. Eifer Wipsch, das ist übrigens hier. Du siehst genauso aus wie meine Wenigkeit hier. Das finde ich ein wenig, Arsche, du bist ein Verwaken und bin vergorden. Naja, wenigstens haben wir Hund Dodorek gegen Dodorek. Du steckst da komplett selbst. Damn, also wenn wir dann eine vernünftige Armee haben wollen, ey, dann müssten wir da, also die da mitkämpfen. Boah, da müssen wir aber Mutationen stacken und die vorher ordentlich leveln gehen. Eifer Wipsch. Na, jetzt ist es sofort 1-1, kein Problem. Ich habe ja Heiltränke dabei. Ich hatte ja eigentlich gehofft, die Rexe dann nutzen zu können, also als Fluchtmöglichkeit, kurz bevor du hoppst gehst, Bums mal, damit ich den kompletten Schaden hier abkriege. Naja, das ist ein ausgewogener Fight. Wir kommen nur 455 Schaden auf uns drauf. Das passt, kann ich dich burnen? Ja, das macht Schaden. Du kriegst nur keinen Burning Debuff. Kriegst du da nicht drauf. Alright. Dann müssen wir mal durch. Naja, wir rotzen hier einfach durch und falls die Explosion uns killen sollte, haben wir da oben ja ein paar Spawn-Betten. Hauptsache unser Forgotten Dodorex geht nicht hopp. In dem seine Gesundheit sieht ja noch relativ gut aus. Apropos, lass mich mal hier ein so ein wenig so, da, du drückst mich nämlich dann schön da unter die Klippen drunter. Oh, der letzte Rex kommt auch noch in den Kampf rein. Sweet, so kurz vor knapp noch. Come on, Double Team hier. Oh mein Gott, du nimmst fast 7000 Schaden. Eifer mit Stavia, da muss ein maximal abgegradeter Sattel drauf, wenn du so mit dem Kampf reinnehmen willst. Und da ist er schon down. Ja. Dodo Rex Power. Nee, lass uns mal hier weg, nicht wieder in die Klippen rein. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich komm noch an dich ran, das ist kein Problem. Ich mag nicht so unter dem Überhang da zu kämpfen. Du willst mir unbedingt am Wöppes rumnippeln, Mann. Du hast so einen Fetisch oder was? Wow, 1,5 Faden, ey. Wow, wow, wow. Top super Sattel. Wäre schön. Ja, warte mal. Wenn du jetzt einzeln bist, der nicht rum macht und wir dann von dir eine Haut abziehen können, ist das ziemlich witzlos. Da hätte ich mich auch von unserem Dodo direkt hier abziehen können, dann. Ich glaube, eine Rex-Armee ausheben war nicht so das Wahre. Ja, war das nicht so wirklich. Okay. Die Leben hast du nicht mehr. Wir kriegen dich schön runtergebuttert. Das ist kein Problem. Nur deine finale Explosion, die macht mir noch ein wenig Schiss. Weil die wird mir meine komplette Rüstung mindestens zerdeppern, wenn nicht sogar mein komplettes Leben, ja. Kann ich dich mit einem Feuer-Tick-Down machen? Nee, aber so weit kriege ich den nicht, wa? Hau mal hier rum. Nope, nope, nope. Den kann ich nicht wirklich steuern. Oh mein Gott, ich habe doch gesagt, wir gehen hops. Wow, was eine Mega-Explosion. Wow. Hier hinten sind wir. Da. Okay, ich hoffe, unsere Sweet Bitch lebt die eigentlich noch. Die war auf unsere Schulter, wa? Dodorex sollte noch leben. Unserer. Ich glaube, da sehe ich ihn. Zumindest da sehe ich die Sweet Bitch. Wie komme ich denn jetzt hier runter, ohne Fallschaden zu nehmen? Die paar Sekunden ausnutzen, wo wir das Schadensschild haben. Ja. Unsere beiden Viecher sind noch am Leben, alles klar, lass mich mal meine Klamotten dran, lass mich mal, oh, ich muss dann wieder die neuen Ordner setzen und so, ach nö. So, ich habe wieder alles an, die Rüstung ist natürlich kaputt, wieder nicht anders zu erwarten, wa? Spyglass an, ja nee, besonders beschädigt hat sich das nicht, Sweet Bitch ist ordentlich beschädigt worden von der Explosion, ansonsten war es halt eigentlich,
Ich guck sofort, was wir denn da bekommen haben. Lass mich mal erstmal die ganzen Sättelchen hier wieder einsammeln. Oh mein Gott. Ihr habt auch ein bisschen so noch an Zeugs rumgenibbelt, wa? Oh Mann, da muss ich erst wegsortieren, bevor wir gucken, was wir im Bossbeute bekommen haben. Das wird wieder nur Element sein plus Geierlies, aber die Frage ist, wie viel und ob wir die ins Inventar gekriegt haben oder unser Forgotten Dodorex, der immer noch Namen braucht, das eingesammelt hat. Ich bin ziemlich überladen, bin ich jetzt, wa? Ja, so ziemlich. So megamäßig. Alright. Ordner sind natürlich alle gelöscht worden durch unseren Tod. Das ist normal in dem Spiel, so wie wir es eingestellt haben. Wenn wir in einer neuen Season drin sind, die ich schon so theoretisch am Vorbereiten bin, dann haben wir wieder Death Inventory Keeper drauf. Da werden die Ordner nicht gelöscht, da verlieren wir auch die Klamotten nicht und so. Da müssen wir unsere Klamotten nicht wiederholen, so war das. Ja, ein Heavy Fight, da muss man ordentliche Armee für ausheben. Das Talentzeug nimmt man auch mit. So. Aber, ja. Unser Forgotten Dodorex bringt uns hier zurzeit durch die Kämpfe durch. Ohne den wird das richtig mau aussehen. So, du kannst auch mal ein Spelican Speed, Bitch. Du hast noch mehr Zeugs in dir drin. Ein bisschen was kann ich gleich wieder rausschmeißen. Das ist nicht das Problem. Der Beutel ist leer, da fährt ein Traktor vorbei. Hoch auf die Landwirtschaft. So. Alright, du hast nichts extra eingesammelt, außer das ganze Fleisch von den Rexen wegmümmeln. Und ja, hast aber auch kein Leveling gemacht. Ich gebe dir mal so einen Heiltrank hier. Komm, können wir uns leisten. Wunderbar. Wie gesagt, das muss ich hier gleich noch aussortieren. Wir haben 10 Elemente haben wir bekommen. Sehr, sehr nice. Und 20 Gaia-Leaves. Ja, wie bei dem letzten auch schon. Guck mal, das ganze Fleisch können wir hier schon mal rausschmeißen. Eigentlich nicht. Ich habe oben Futtertrog stehen gehabt für die ganzen Rechsel. Eigentlich hätten wir das jetzt auch da reinpacken können. Aber guck mal, unsere Rüstung ist wieder komplett kaputt. Wir haben Gott sei Dank einen neuen Helm bekommen. Irgendwoher. Ich weiß nicht, ob vorhin mit dem Loot-Drop drinne oder aktuell jetzt hier als Beute von dem Boss. Jetzt haben wir da einen neuen Helm. Die Handschuhe haben noch 49 Haltbarkeit von 1432. Den Teil mag ich nicht. Den Teil mag ich sowas von gar nicht. An den Boss-Fights hier. Da ich das schon richtig ekelhaft finde. Ah, ich muss jetzt erst wieder nach Hause und neue Rüstung anziehen, damit ich den nächsten Boss angehen können dürfte. Jetzt, wo wir das Material dabei haben. Das ist ein wenig bescheiden. Sag ich mal so, eine Menge Rex-Eier, die hier rumliegen, wa? Ja, wie gesagt, die Rexe brauchen wir gar nicht erst mitnehmen. Das wäre was anderes, wenn wir den jetzt, wenn wir den diese guten Sättelchen draufpacken, die 325 Ausrüstungen mehr haben. Die hier, 352,7, 330, 352,7 und so weiter. Also, wenn die 20 Gesundheitspunkte drin haben, die Sättelchen anhaben, plus noch ein bisschen Damage gelevelt haben, könnten die, soweit wir Sättelchen haben, uns aushelfen. Ja, ich würde sagen, ich verziehe mich mal kurz bei uns in die Basis. Du warst empty, ne? Guck, dass ich wieder auf Vordermann komme. Eventuell gehen wir dann jetzt sofort nochmal so einen Drachen an. Alright, ja, wie gesagt, der Helm, den können wir noch anhaben. Die Handschuhe, die können den Müll, die sind kaputt. Alright, zurück nach Hause. Werde ich neue Rexe vorbereiten? Werde ich nicht. Vielleicht für den nächsten Bosskampf. Nach den Drachen. Obwohl der Drache kann eventuell sein, dass wir den mit Hermine angehen müssen. Ich weiß nicht, wie luftmobil der ist. Und Hermine hat hier einen guten Sattel an? I don't know. Mal gucken. So, theoretisch bin ich wieder startklar, aber bevor wir losgehen, erstmal so eine kleine Änderung. Wir werden den Drachen, wenn wir als letztes machen, wir nehmen uns erst so eine Thorny Dragon Version, nehmen uns als nächstes Boss vor. Aber bevor wir das machen, müssen wir wahrscheinlich noch eine Nacht hier überbrücken. Wird wahrscheinlich sofort wieder dunkel. Aber wir springen jetzt mal eben ins Wasser und gucken, was das Wasser Water Summoner Elixier uns beschert. Nur so rein aus Neugier technisch und so. Ja. Jetzt voll da erstmal auf dem Plesi landen, auf der Plattform und erstmal die Beine brechen. Das wäre jetzt noch gewesen. Water Sum Elixier incoming. Boinks. Heavenly Leoploidron. Oh, ein Heavenly diesmal. Alright, du bist Level 7. Wollt ihr Leoploidrons nur mit Level 7 kommen oder was ist das? Für euch gab es einen Sattel. Ja, du hattest einen Sattelslot. War der andere Leo, der Gips, an den ich jetzt nicht dran will, der hat uns schon den Buff gegeben. Damit, das glitzern wir wieder. Der hat keinen Sattelslot. Du hast einen Sattelslot. Cool. Gibt der Heavenly uns auch den Buff oder ist der jetzt von Gips gekommen?
I don't know. Müsst ihr, ihr seid beide am Glitzern, wa? Du glitzert so wie unsere Eins und du da unten auch. Ich glaube, ihr gebt beide gibt so einen Glücksbuff. So einen Loot-Buff. Hier, you're feeling lucky. Ja, super lucky. Ich fühl mich so lucky, dass ich jetzt schon genau weiß, dass gleich wieder die Rüstung wieder kaputt ist. Ja, ist immer so die Frage. Brauchen wir die Rüstung auch überhaupt in dem Maße? Ohne würden wir. Ja, wir sind auch jetzt mit Rüstung hops gegangen, ne, mit der Explosion. Dann ist die Frage, müssen wir eigentlich unbedingt eine Rüstung mitnehmen, die so hochwertig ist? Theoretisch ja eigentlich nicht. Dann reicht ja irgendeine. Wahrscheinlich nur eine Flak-Rüstung oder sowas, damit wir nicht nackelig rumrennen. Ich glaube, das wechsle ich nochmal eben, der keinen Namen hat. Wir gehen bestimmt aus der Season heraus, ohne dass irgendjemand so nett war und uns einen Namen gegeben hat. Kein Problem. So ist das dann halt. Dinos, nehme ich die Sweet Bitch wieder auf die Schulter? Ja, ist glaube ich besser, wa? Komm mal raus hier. So, dann hast du dir auch nochmal einen Heiltrank verdient. Sicher ist sicher. So. Und ein Pickup-Relikt brauche ich dann auch wieder in dir drinne, damit ich überhaupt auf die Schulter nehmen kann. Weil du in der Kugel warst, ist halt wieder überschrieben worden. Alright. Und natürlich unser Forgotten Dodo Rex hier. Sweet. Unsere Kampfmaschine. Du bist komplett geil, weil ich dich vorhin geheilt habe. Ja, klingt logisch, ist aber so. Ja, mal 5 Heiltränke da rein. Mehr sollten wir eigentlich nicht gebrauchen müssen. Sollten wir eigentlich nicht. Small, Large, Medium. Kriegst du einen Large da noch reingedrückt? So, den kannst du dir jetzt schon mal gönnen. Anti-Brand brauchst du nicht. Alright. Gut, gut, gut. Bosse, Medium, Temp-Ordner, da alles rübergepackt. So, hier, den Drachen lassen wir jetzt erstmal noch aus, den machen wir beim nächsten Mal. Und wir nehmen jetzt hier den Poisoned Lizard. Alles klar, Summon in. Okay, jetzt haben wir wieder 30 Sekunden Zeit. Wunderprächtig, wunderschön. Einmal aufgesessen hier, so. Dann schauen wir mal, wie du denn aussiehst. Und du wirst auf jeden Fall auch Bum-Bum-Peng machen. Und dann liegt da haben wir noch einen grünen Beam für die nächste Leiche von uns, die da rumliegt. Naja, egal, solange nur wir hops gehen und unsere Dinos nicht, ist alles in Ordnung. Wir können wieder aufstehen, unsere Dinos nicht. Da ist 1,3 Millionen Leben, ja genau wie das andere Ding vorher auch schon. Okay, du haust mit 1,129 Schaden. Also 1129 Schaden. Da oben will ich aber nicht kämpfen. Du machst mir nämlich sonst nur die Betten kaputt. Boah, hast du einen Wendekreis, ey? Dann kann ich nicht respawnen hier. Dann habe ich nur noch die Teleport-Plattform, die nicht kaputt geht durch den Tag. Alright. Ja, du pendelst irgendwo zwischen knapp 350 Schaden und 1129 Schaden bei uns. Obwohl wir ein 325 Armor-Sattel anhaben. Das ist beastig. Das ist super krass. Egal, wir machen dich down. Wir liegen sogar noch ein paar Eierchen rum. Guck mal einer an. Ja, hätte nicht dazwischen gehen müssen. Selber schuld. Kann ich dich denn burnen? Ich kann dich burnen mit Schaden, aber auch da bleibt kein Debuff zurück. Ey, die drücken einen weg. Das ist hammerhart. Hammerhart ist das. Poisonous Lizard. Gar nicht geguckt, ob du uns K.O. machst oder so. Habe ich schon eine Maske dabei? Ich müsste eigentlich eine Maske dabei haben, ja. Meine Maske dabei. Die habe ich dabei. Minimal sieht man schon Schatten von Betäubungssternchen bei unserem Forgotten Dodorex, aber das kommt das noch weit davon weg, dass er gefüllt ist. Das ist also nicht ganz so wild. Das Poisonous an dem Namen macht einen ja ein wenig nervös. Und komischerweise, gucke mal, die Viecher kommen mit Max-Level raus, weil ich fühle mich ein wenig verarscht mit den Summoner-Elixieren, ne? Egal, ob das normales Summoner-Elixier ist, Water-Summoner oder Special-Summoner, was so die Levelchen angeht. Lass mich mal hier kurz drüber jumpen, du drückst mich hier über die halbe Map, drückst mich. So, hier einen kleinen Turnaround. Ja.
So, sollte unsere Gesundheit und in das Pluskreuz da oben reingehen, also in den horizontalen Balken so weit runter, dass wir da so in der Hälfte drin sind, quasi weil wir nur noch die Hälfte haben, da in diese Zeit für ein Gesundheitstränkchen einzuschmeißen, und dann werden wir wahrscheinlich auch noch machen müssen vom Ende des Kampfes, wa? Das ist davon an. Und du drückst mich ja schon wieder rein, wo ich nicht rein will. Komm on. Warte mal, lass uns direkt hier einen Trank nehmen. Flöpf, wunderbar. Hat auch schon wieder resettet. Sweet, sweet, sweet. Aber jetzt ist da halt eine Minute Abklingzeit drauf, ne? Dann ist also, wir sind erst bei der Medi-Viecher. Ich möchte mal nicht wissen, wie stark die drei Obersten-Dulis hier zuhauen. Da braucht man noch ein bisschen was an die Tisch. Ich muss tatsächlich ein paar Rechte, muss ich aufs Maximum bringen. Voll Imprint und dann schön ausleveln. Wäre ja cool, wenn wir vorher noch irgendwo einen männlichen Tech-Giga finden würden. Denn da könnten wir deren Jungtiere nehmen, in so einer Opferkammer reinpacken und die schön wegnibbeln, denn dann leveln wir unsere Dinos wie Radfahrt aufs Maximum auf. Baby-Dinos, wenn man die wegkillt, geben die meisten XP, die wir so irgendwie im Spiel holen kann. Obwohl, warte mal, ich glaube, Gaia hatte auch noch irgendwo für relativ teuer dann Max Level Elektrik. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt auch auf Dinos funktioniert oder nur auf Spieler. Ich meine, wir selber sind schon Max Level. Müssen wir gleich mal gucken. So ein Dodorex gibt ja eigentlich, könnte ich eigentlich die Flucht ergreifen und dich weiterkämpfen lassen hier? I don't know. Probieren wir mal aus. So, mach du den dann mal fertig schön. Du rödelst ja auch selber und machst Wohnen, hast du nicht gesehen, Feuer und hast du nicht gesehen. Ich hoffe, dann brauche ich nicht neue Klamotten herstellen und geh selber nicht hops. Das sieht ja eigentlich ganz passabel, sieht das eigentlich aus. Bisschen langweilig, ich könnte ja noch mit der Pumpgun weiter drauf schießen, wa? Ja, die Schaden ist halt nicht verdacht machen. Oh mein Gott, 36 pro Treffer, das ist nichts für unsere Super Pumpgun hier, die Max Damage macht eigentlich. Wenn du nicht auf die Reite kriegst, so verdammt viele 1129er Hits kassiert. Guck mal so. Ah, lass mich lieber ein bisschen weiter weg. Come on. Dodorex. Pass auf, da kommt jemand von hinten ran. Oh. Den schaffst du auch noch. Kein Problem. Lass dich. Kein Fokus. Jetzt zieh die doch nicht hier rüber. No. Nicht auf mich. So war der nicht geplant. Ich wollte nur der Explosion entgehen. Ach, jetzt setzt er hinter den Steinchen. Das ist, wenn man das nicht alles selber macht, wa? Bums, oh mein Gott. Aber er ist down. Hast du schön gemacht. Ich bin stolz auf dich. Machst hier voll die Ehrenrunden. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Beruhig dich mal, das ist mir noch folgendes. War die Leiche liegt da nicht noch zufällig? Oh, unsere Rüstung ist nicht kaputt gegangen. Herrlich. Hallo Wüstentaxi. Habe ich jetzt eigentlich gelesen? Komm, nee, war das müsste bei dir jetzt drin sein. Hoffe ich doch mal. Ich habe bei uns jetzt den Kill versaut haben. Hier, Wüstentaxi. Lass mich aufsitzen hier. Zack. Tada. Deshalb heißt das Ding Wüstentaxi. Kann man einfach so aufsitzen, obwohl das eigentlich gar nicht einem gehört. So, danke fürs Mitnehmen. Dann lass mal gucken. Ey. Kein Mana hier, kein Element hier drin, ne? Keine Gaia-Lies hier drin, ne? Den Kampf haben wir umsonst gemacht. Och nö. Oh Mann, das ist jetzt eine blöde Taktik. Das heißt, ich muss tatsächlich. Ich hab doch die ganze Zeit mitgekämpft. Ich hab sogar draufgeballert. Oh, das heißt, wir müssen auf unseren Dinos draufbleiben. Wir müssen die Explosion kassieren, damit wir die Beutegasten kriegen. Ah, das ist aber doof. Das ist aber doof. Da kann ich ja auch direkt dann tiefer beitreten, wenn das hier doof ist. Ah, shit. Das finde ich gar nicht gut. Na gut, aber den Boss haben wir theoretisch down. Den müssen wir aber beim nächsten Mal nochmal angehen. Oh mein Gott. Ja, noch kommst du dagegen an. Und
könntest du normal laufen. Jetzt brauche ich natürlich wieder Gaia-Element-Zeugs, brauche ich wieder neu, muss ich wieder neu craften. Die sind schon wieder alle verbraucht, die 12 Stück, die ich für vorbereitet habe für die beiden Bosse. Nur so, musst du jetzt hier festhängen? Hallo, och, nö, come on. Das ist, weil du so einen Mega-Wendekreis hast. Was soll denn der Scheiß mit dem Mega-Wendekreis? Ich schlag hier komplett ein. Du bist ein Guardian-Mantis. Wunderbar, ich brauche natürlich wieder nur ein paar Silberzahnkandidaten, um weitere Elemente herzustellen. Die fehlen gerade noch. Aber jetzt können wir hier auch nochmal schön sehen, dass wir keinen Anti-Burn-Trank brauchen. So, das meinte Zeugs haben wir schon mal wieder. Das wurmt mich ja doch ein wenig, dass wir da jetzt nichts gekriegt haben, haben wir da nicht. Oder bin ich einfach nur blind gewesen? Nee, war ich hab nichts gekriegt. Vielleicht hier rein? Nee. War einfach drin gelandet? Nö. Hier? Nö. Er hätte ja sein können. Ja, ich weiß ja dann offensichtlich, dass wir das nicht bekommen haben und dass das hoffnungslos ist, aber nichtsdestotrotz. Sicher, sicher. Kannst du lieber nochmal nachgucken. Na gut, ja, wieder ein Boss down, aber den müssen wir halt nochmal angehen, bevor wir den Drachen machen, weil ich will die Belohnung haben. Ich will so als Endziel der Season, wenn wir den letzten Endboss da besiegt haben oder sowas, dann will ich in der Lage sein, will ich die Befugnis dafür haben, dass wir diesen tollen Super-Gaia-Baum da herstellen können. Und das war nochmal einmal sehen, was er denn dann produziert. Der soll Vanilla-Ressourcen produzieren im Laufe der Zeit und einige, so schon das da dran, einige, also some Gaia-Ressourcen. Welche genau will ich wissen und in welcher Menge und was an Vanilla-Ressourcen? Das will ich wissen. Außerdem will ich sehen, wie das allerdings aussieht. Das ist unser Endgoal hier in dieser Season. Vorher machen wir nicht Schluss. Ja. Apropos, lass mal hier wieder so. Ja. Gut, steigt dein Topo noch? Ja, da tickert schön nach. Aber das ist kein Problem. Das kann ich umgehen. Ich packe dich jetzt einfach wieder ins Bällekin und gut ist. So. Dass der Basilisk nicht auf uns aufmerksam wird. Hast dich super geschlagen. Hat leider noch nicht für ein Level abgereicht. Da ist immer noch ein bisschen Luft drin. Ist da noch. Ja. Warte. Wir haben noch die Sweet Bitch. Vielleicht hat die ja ein bisschen was in sich drin. Oh Gott, dann ist ja super Trick Move. Bin direkt hier auf dich drauf. Und nee, du hast das auch nicht bei dir drin. Deine Stamina ist komplett guckt. Alright. Naja, hätte ja auch sein können. Nee, man muss man ja austesten. Und hallo, World Child, okay. Muss man ja austesten. Vorher weiß man das ja nicht. Gut, aber dann soll es halt erstmal hier an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen und Heiferbibsch machen die ein Damage, ma? Also ich habe echt so ein bisschen Schiss vor den Endbossen hier. Na naja, gut, wie gesagt, das war aber erstmal hier an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wie immer, haut rein, gebt da Gas, habt da Spaß und auf Wiederwinke, tschüss in der Abenddämmerung hier.